Ich habe jetzt noch nicht alles weggeräumt, weil das nicht geht, weil die selbstgemachten Sachen auch vor den gekauften Sachen stehen. Das heißt, ich muss die gekauften Sachen jetzt erst filmen, um alles wieder wegzuräumen. Egal. Ich glaube, wir fangen jetzt einfach mal mit den Pops an, weil die hier schon so mitten im Bild drin stehen. Und ich habe sie ernsthaft alle jetzt aus dem Regal geholt. Okay. Wir fangen einfach mal von oben an. Ich habe einmal hier Draco Malfoy. Ja. Ich kann ja immer mal hinten noch so zeigen. Aber ich denke, die meisten kennen die. Genau, Draco Malfoy. Dann haben wir Tom Riddle. Zeige ich mal hinten. Möchte ich auch noch unbedingt haben. Ist auch so mit dieser anderen Verpackung. Dann haben wir den guten Peter. Diese Hände. Ekelhaft. Hinten drauf. Dann haben wir den, dessen Name man nicht ausspricht. Und da denke ich so, hey. Da haben wir hinten drauf die. Dann geht es weiter mit dem guten Remus. Den finde ich auch sehr schön. Ich mag auch den Charakter ganz sehr. Sind die hinten drauf? Dann haben wir hier die Genie auf dem Besen. Ron ist auch mega niedlich. Dann geht es weiter mit dem Gilderoy. So niedlich. Dann haben wir die Luna mit Löwenkopf. Ist auch mega schwer. Sind die hinten drauf. Dann die Hermine mit der kleinen Alraune. Weiß gar nicht, ob man die sieht. Ja, ich glaube, ne? Die ist auch so niedlich. Niedlich und nervig. Dann mein allererster Pop. Das ist auch ein gebrauchter. Das sieht man auch, aber das finde ich nicht schlimm. Ich habe sie ja eh in der Box und von vorne sieht man es nicht. Ja, mein allererster Harry Potter Pop. Das ist der ganz normale Harry. Dann der Ron mit Krätze. Da. Achso, ich habe jetzt vergessen, immer mal hinten zu zeigen, ne? Aber die ähneln, also sind eigentlich fast alle gleich. Dann haben wir hier den Neville Longbottom mit seiner kleinen Kröte. Ich weiß nicht, ob man die da sieht. Hat auch ganz große Klubschaugen. Mega niedlich. Ich dachte auch immer, das ist so grobmotorisch, aber ist es überhaupt nicht. Das sind so viele Details. Dann haben wir hier einmal den George mit diesen, oh Entschuldigung, ich rammel immer hier an das Stativ, mit den Kisten, wo die Süßigkeiten drin sind. Und zum George gehört auch der Fred. Nochmal hier, der hat den Koffer in der Hand. Und dann haben wir hier noch den Dobby. Hatte ich früher als Kind immer Angst. Also wo die Filme so rauskamen, wo ich das erste Mal den Stein der Weisen gesehen habe, hatte ich ganz doll Angst vor ihm. Aber naja, wer die Filme kennt, Dobby. Nee, es war wirklich traurig in dem Film. Ja. Hat auch eine Socke in der Hand. Weiß nicht, ob man die da sieht, da hinten. Auch mega. Ich finde es ein bisschen schade, dass es genau hier dahinter ist. Er hätte die vielleicht hier außen in der Hand haben sollen. Da würde man sie besser sehen, aber es ist halt auch mega niedlich. Dann haben wir noch mal eine Genie. Aber in normal. Mit Zauberstab. Das ist immer so schön, wenn das so glänzt. Genau, hinten ist es, ähnelt sich halt wieder. Und dann haben wir noch den Mad-Eye. Finde ich auch voll cool. Auch sehr detailreich ausgearbeitet mit seinem Gehstock. Also mit seinem Stab. Zauberstab.
Mit dem Auge. Ich ramme schon wieder hier ran. Mit den Narben da außen rum. Ich finde die einfach schön. Und jetzt kommt der größte und auch letzte. Hagrid. Das ist halt so ein richtig großer. Moment, ich kann den mal im Vergleich. Nehmen wir mal Dobby. Das ist halt schon deutlich größer. Aber er ist halt auch groß und schwer. Mit seinem Regenschirm, was sein Zauberstab ist. Ist einfach niedlich. Also fällt mir nicht so ein. Das ist einfach niedlich. Snape fehlt mir auch noch. Und Dumbledore. Und noch ein paar andere. Ja. Aber ich wollte jetzt immer so ein bisschen auf Schnäppchen. Das sind wir bis jetzt alle. Ich weiß gar nicht, wie viel es ist. Keine Ahnung. Falls jemand mitgezählt hat. So, und jetzt kommt halt noch so andere Stuff. Da kommen auf einmal. Ich bin blöder heute. Da kommen jetzt die DVDs. Ich habe hier diese Box mit allen 8 Teilen und die fantastischen Tierwesen sind noch dabei. Fand ich super schön, die Idee. Und ich finde auch die Aufmachung schön. Na? Ja, gefällt mir wirklich sehr gut. Das ist cool gemacht und man hat alle auf einen Fleck und halt die fantastischen Tierwesen noch dabei. Genau. Freue ich mich auch, wenn die nächsten Teile jetzt kommen. Sehr schön. Und dann habe ich aber noch einmal mein allererstes Harry Potter Item. Ding, gekaufte Sache. Ja, ist diese DVD. Damit hat alles angefangen. Die habe ich bekommen. Da war ich 10. Glaube, ich war auch 10. Auf 10? Ja, es ist halt jetzt auch schon 26 Jahre. 16 Jahre her. Ja, das ist mein allererstes Harry Potter. Ding. Teil von Harry Potter, genau. So. Dann habe ich eine Kerze. Die ist von Primark. Ich sag's mal mit dazu, ne, falls jemand interessiert, obwohl Primark-Käufer, die werden das jetzt erkennen. Die hat 7 € gekostet. Finde ich vollkommen okay, weil allein schon so ein Bügelglas hat seinen Preis. Ja, das ist mit diesem Liebestrank da. Und ich finde es voll schön, dass es so changiert oder wie man sagt. Und die soll riechen nach Mondstein, Rosendorn und Pfefferminze, wenn ich das jetzt richtig übersetzt habe. Ich habe schon mal reingerochen und sie riecht gut. Also ich finde, sie riecht gut. Sie riecht wie ein wunderschöner, angenehmes Duschbad. Also ich mag sie. Die wird jetzt aber wahrscheinlich in nächster Zeit erstmal nicht angebrannt, weil ich einfach noch so viele Kerzen habe, die schon halb angebrannt sind und die werden jetzt erstmal fertig runtergebrannt. Genau. Da kann die jetzt noch ein bisschen im Glas bleiben. Und ich tue die auch immer wieder hier rein, weil die Verpackung ist schön. Warum denn dann nicht? Wenn es denn geht. Genau. Habe ich die immer wieder hier drin. Und da staubt sie auch nicht ein. Genau, da habe ich die Kerze. Dann habe ich hier dieses Spiel. Und das ist mega cool. Das ist ein Kartenspiel. Und ich kann euch das mal kurz zeigen. Gibt ja auch immer Leute, die es noch nicht kennen, ne? Manche regen sich dann so auf. Es gibt halt so Leute, die kennen nicht alles. Da kann man denen das ja mal zeigen. Genau. Finde einfach die Verpackung, finde ich auch schon mega schön. Und dann hat man hier einen Würfel mit verschiedenen Farben. Und dann hat man hier so einen, was, wo ich immer sage, das sieht aus wie ein Stück Käse. Genau. Dann hat man hier so Karten drin. Das ist jetzt die Erklärungskarte. Und dann zum Beispiel hat man hier halt diese Fragen mit den Farben.
und man würfelt, so jetzt würfelt man und halt zum Beispiel blau, dann liest man die Farbe vor. Also man soll das schon. Na gut, man kann es so mit sich selber spielen, das ist auch kein Problem. Und fragt dann und dann hinten hat man die Antworten. Also ich finde es mega cool. Es ist viel dabei, was man weiß, es ist viel dabei, was man aber nicht weiß. Und es ist auch, man lernt halt auch noch ein bisschen was. Okay. Man lernt halt auch ein bisschen, ne? Noch dazu, wo man sich denkt, so, okay, das wusste ich jetzt nicht. Ich lasse das jetzt erstmal so. Genau. Dazu ist halt auch immer wieder eine Verpackung. Ich meine, die paar Verpackungen bezahlt man ja mit. Und wenn die hübsch aussieht, dann tue ich das da auch wieder rein. Dann haben wir noch ein Spiel. Moment, ich muss das mal alles suchen. Die ganzen Bücher. Ist ein bisschen chaotisch. Genau, so. Zeige ich erstmal die Verpackung. Die sieht so aus. Von der Fantastic Beasts, wie gesagt, das ist bei mir gemischt. Das ist für mich das Gleiche. Also es gehört für mich zusammen. Und das ist hier ein Niffler-Spiel. Die Niffler-Challenge. So sieht das Ganze aus. Ich kann euch das mal kurz zeigen. Wir sind ja erst bei 11 Minuten. Das kann man hier folgendermaßen zusammenbauen. Hier sieht man erstmal so voll viel Bling-Bling, ne? Für Niffler. So. Dann baut man das hier so zusammen. Und dann setzt man diesen. Es ist doch einfach niedlich, oder? Die Füße. Und da hat ihr so zwei solche Pünüppels. Und dann setzt man das hier auf diese Plastidinger. So. Und dann ist das Ganze ganz schön wackelig. Man sollte halt gucken, dass es so im Gleichgewicht ist. So. Und dann gibt es hier noch so eine Scheibe. Und zwei solche Zauberstäbe. Das sind die zwei Zauberstäbe. Die haben wir vorne so ein Plasterding. Dann gibt es hier so eine Drehscheibe. Kann man drehen. Und dann hat man jetzt zum Beispiel eine 3. Und dann gibt es hier noch so eine Kette, die muss man von weg drauflegen. Ich kann euch das jetzt nicht ganz mega genau erklären. Dafür ist mein Freund immer zuständig, der versteht das immer. Also ich verstehe das schon, wie das Spiel geht, aber jetzt so ganz genau mit der Kette und das verstehe ich jetzt nicht ganz genau. Auf jeden Fall kommt die da drauf. Und dann hat man jetzt zum Beispiel eine 3 gewürfelt und dann legt man die Münzen natürlich auf den Tisch, aber ich zeige euch das jetzt mal hier. Dann hat man hier seinen Zauberstab. Dann muss man die hier so nehmen. Und dann muss man die drauflegen. Ja, bei 3 ist easy, gerade wenn man am Anfang anfängt. Aber umso mehr das wären, irgendwann kippt das. Na, und wenn das halt auf die eigene Seite kippt, hat man die Münzen halt gewonnen. Und wir dachten am Anfang auch so, hä, das ist ja voll einfach, voll das Kinderspiel, ist es gar nicht. Wir hatten schon fast alle Münzen drauf und es ist immer noch nicht gekippt. Es hängt dann manchmal wirklich an einer Münze und es kippt alles um. Also es ist wirklich ein gutes Geduldsspiel und es ist halt einfach mega süß. Es ist halt, ja, die wissen schon, wie die die Sachen machen, dass die Leute das kaufen. Aber es ist wirklich ein schönes Spiel, was wirklich Spaß macht zu spielen. Und das steht halt immer draußen, weil das ist zu schade, um es in die Verpackung zu tun. Außerdem müsste ich ihm den Kopf abreißen und damit er in die Packung passt. Nee. Dann lasse ich das lieber so. Ich habe jetzt hier so die Anleitung drin, die Zauberstäbe und die Münzen. Und das steht dann so vor der Packung. Genau. Also, ne, das ist auch wieder so die Verpackung. Das kann man doch nicht. Das ist. Ich meine, das. Oh, ich könnte da. Stundenlang könnte ich da jetzt quatschen. Ich meine, das bezahlt man ja mit und das ist schön und es hat ja trotzdem sich jemand Gedanken gemacht, das zu designen, ne? Dann habe ich hier noch zwei was Kleines. Das sind solche Anhänger, die waren auch in solchen Tüten. Da habe ich eigentlich drei. Also ich habe noch die Hermine, aber die hängt an meiner Tasche. Und habe ich hier Harry und Draco. Das sind hier solche Plaste-Anhänger. Genau, so sieht das Ganze aus. Sind auch so fest. Finde ich eigentlich auch super niedlich. Aber die gab es dann irgendwie leider nicht mehr. Die liegen sonst eigentlich oben auf der
Fellmonsterdose. Zwei noch. Dann habe ich ja, wenn ihr mein Einleitungsvideo, kann man das so nennen, da hängt ja oben die Karte. Die konnte ich jetzt aber nicht abmachen, weil die ist festgemacht. Da habe ich jetzt hier eine, die ich verschenken werde, aber ich gehe ganz vorsichtig damit um, dass ich die euch mal zeigen kann. Weil die ist einfach mega schön. Die ist halt auch mega groß. Ich kann es euch gar nicht so ganz ins Bild zeigen. Ja, und da ist halt wirklich alles zu sehen. Und ich finde es super schön gemacht. Genau, ich habe meine auf Pappe gelegt und mit solcher Transparenz, wie nennt man das, Geschenkpapierfolie, umwickelt. Habe halt nichts geklebt und habe das dann nur vorsichtig an den ganz äußersten Ecken mit Pins festgemacht. Genau, dass die da hängt. Meine Karte hat mir irgendwie zu hängen, damit man alles sieht. Genau, das ist die Karte. Und dann habe ich noch Kerzen. Da haben wir einmal hier eine Schokofroschkerze. Die war auch mal von Primark. Die habe ich mir mal mitbringen lassen. Honeydukes Chocolate Frog. Und die riecht halt wirklich nach Schokolade. Und ist auch mega niedlich. Da habe ich mich auch so ein bisschen inspirieren lassen für meine Schokofrösche. Genau. Die riecht lecker. Lecker nach Schokolade. Und sieht auch schön aus mit dem Lila. Die wird aber wahrscheinlich auch nicht angebrannt. Genau. Auch schöne Dose. Einmal Schokofrosch. Und dann habe ich die vier Häuser. Die sind auch von Primark. Da haben wir hier einmal Slytherin. Ich dachte erst, das sind ganz normale Kerzen, aber die duften auch. Die haben ja auch so einen wunderschönen Deckel. Die Slytherin, die riecht ein bisschen so nach Wald, aber auch ein bisschen nach Pfefferminze. Riecht gut. Also, wie gesagt, manchmal sind ja auch dann so preiswerte Kerzen, riechen ja dann auch so ein bisschen komisch. Aber die riechen wirklich gut. Dann haben wir hier Ravenclaw, auch so schön mit den, ist das so reflektiert. Da haben wir hier so einen bronzefarbenen Deckel. Riecht nach, ja, frisch gewaschener Wäsche, so ein bisschen nach Weichspüler. Riecht auch gut, kann man auch nicht sagen. Dann haben wir hier Gryffindor, da ist der Deckel Gold. Keine Ahnung, ob da jemand die Deckel getauscht hat. Eigentlich fände ich es auch cooler, wenn die Deckel alle die gleiche Farbe hätten, aber ist nicht schlimm. Da haben wir hier Gold. Obwohl, dann passt der Deckel immer zu vorne, ne? Ja. Und Gryffindor riecht auch lecker. Man kann nicht genau sagen, nach was, aber riecht gut. Ein bisschen blumig. Aber auch total lecker. Genau, hier ist dann Gold. Ich denke mal, da passt das schon. Na? Und halt sind auch immer so geschichtet mit den Farben. Und dann haben wir hier noch Hufflepuff. Auch voll niedlich mit dem Dachs. Und da haben wir ein bisschen anderes Bronze, oder? Ne, es ist doch gleich. Und hier wieder den schönen Deckel. Und die riecht auch super lecker. Die riecht ein bisschen wie Karamell. Karamellpopcorn. Auch mega lecker. Also kann man nichts sagen. Ich denke mal, die werde ich anbrennen, aber die Gläser dann aufbewahren. Vielleicht so farbige Steine reinfüllen oder so. So, und zuletzt habe ich noch die Bücher. Die kennen ja vielleicht schon die einen oder anderen. Oder haben sie selbst. Eins habe ich jetzt nicht hier. Das liegt in der Küche. Das ist The Feuerkelch, glaube ich. Ja, den lese ich gerade. Ich zeige es euch nur mal kurz. Ich habe hier Der Orden des Phönix. Oh, die Bücher sind alle gebraucht, gekauft. Habe ich kein Problem damit. Die sind im Top-Zustand. Und ich bin sehr zufrieden damit. Ich habe mit dem Feuerkelch angefangen, weil ich die Filme und die Storys an sich ja kenne. Und ich hatte richtig Lust auf den Feuerkelch. Und genau, da haben wir hier den Orden des Phönix. Da
Dann einmal, die sind alle auch ein bisschen anders. Das ist jetzt nicht dasselbe Design, aber das finde ich überhaupt nicht schlimm. Dann haben wir hier, das ist halt ein bisschen mehr genutzt, ne? So ein bisschen gelbisch am Rand, aber das ist mir sowas von egal. Solange alle Seiten drin sind, ist mir das vollkommen egal. Die Kammer des Schreckens. Dann der Stein der Weisen, ganz klar. Dann haben wir noch der Gefangene von Azkaban. Das ist so ein bisschen schief, aber stört das nicht. Und dann haben wir noch den Halbblutprinz. Auch schönes dickes Buch. Und dann habe ich mir Anfang des Jahres, nein, nicht Anfang des Jahres, voll gelogen. Warum habe ich jetzt gesagt Anfang des Jahres? Ich meinte so vor ein paar Monaten. Hä? Oh, voll verblödet. Das verwunschene Kind geholt. Und das ist noch eingepackt, weil ich weiß nicht warum. Eigentlich könnte ich es auspacken. Ist auch so doof, weil ich werde es eh lesen. Ich weiß nicht, warum ich das eingepackt habe. Ach. Also manchmal, da denkt man immer, es ist blöd. So, sieht das doch viel besser aus. Oh, das ist schön hier mit dem Hochglanz. Genau. Das ist halt, wie gesagt, super neu und das ist halt gemacht wie ein Drehbuch, ne? Bin ich sehr gespannt, wie sich das lesen lässt, weil ich noch nie ein Drehbuch gelesen habe. Ja, das war's. Alles klar. Jetzt werde ich endgültig alles aufräumen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Viel Gelaber, viel. Ja. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder Abend. Passt auf euch auf und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.